was geht? Willkommen zu einer weiteren Runde von Teardown. Ihr habt alle so oft danach gefragt, also habe ich wieder Bock auf Teardown. Und es geht wieder mal darum, dass wir heute verschiedene Dinge einfach mal wieder kaputt machen. Aber darum geht es ja in dem Spiel nicht nur, sondern wir haben ja auch ein paar Aufträge, sage ich mal, denen wir nachgehen müssen. Dumme Pflanze. So, wir gehen in den PC. Wir haben einen neuen Auftrag, Leute. Headback to the Chemicals. Machen wir, Leute. Komm, machen wir. Wir spielen die Mission. Rein in die Olga. Wir müssen wieder zu Lee Chemicals einbrechen. Danach, meine Freunde, spielen wir mal was Neues frei. Und schauen mal, was uns erwartet. The Login-Devices. Okay, es ist abgeschlossen. Okay, wie kommen wir rein? Ich habe eine Idee. Achtung. Aha! So, erstmal gucken, dass uns hier keiner erwischt. Erstmal, unauffällig sein ist das Mantra heute. Wir müssen unauffällig sein. Nicht, dass wir hier irgendwo vom Wachdienst oder sowas erwischt werden. Alter, das war sehr sleek. Okay, wo müssen wir hin? Ah ja, wir müssen hier rein und müssen das Login-Device holen. Machen wir doch ganz schnell hier. Pickup Target. Use Quick Save. Okay. Und jetzt? Primary Target. Was muss ich machen? Ach da. Okay, ich muss da rüberlaufen. Das hätte ich mir vorher durchlesen sollen. Richtig. Okay, schnell. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo ist das andere? Das andere ist da drüben. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Let's go! Wo muss ich hin? Das schaffen wir nicht. Nein, wir schaffen es nicht. Ah! Verdammte Scheiße. Gut, dass wir gespeichert haben. Das war sehr, sehr clever. Das war sehr, sehr clever, dass wir gespeichert haben. Okay, ganz kurz. Bevor wir jetzt hier irgendwie in Probleme laufen, mache ich doch Folgendes. Wir sind ja auf unauffällig unterwegs heute. Wir sind ja sehr unauffällig heute. Also es ist ja wichtig, dass wir hier als professionelle Einbrecher möglichst wenig Spuren hinterlassen. Das ist ja auch wichtig, sage ich mal, ne? Und der Trick dabei ist, da ich jetzt weiß, wo ich gleich hin muss, kann ich einfach zack, zack, zack hier hochlaufen. Ja, wunderbar. Das passt. Und los. Speedrun. Speedrun, sein Urgroßvater. Pogchat, bitte Chat. Ich brauche einen Hype im Chat. Ich brauche einen Hype im Chat. Ich bin gerade nicht live. Ich weiß nicht, was ich rede. Ah, Digga, wir sind die schnellsten Einbrecher der Welt. Okay. Und drüber hier. Ah, Digga, das ist gar kein Ding für mich. Ja. Und jetzt hier hoch. Komm schon, Baby. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Und jetzt müssen wir nur noch raus. Jetzt müssen wir raus. Wir müssen nach draußen. Nein! Nein! Sag mir nicht, wir haben nicht an unseren Fluchtplan gedacht. Ah! Ah! Blatt! Ah! Blatt! Einbruchmaster. Ja, schön hier die Kurve gekriegt. Zack, 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 jetzt hier hoch. Achtung, Speedrun-Taktik. Hat überhaupt keinen Zeitboost gebracht. Ganz im Gegenteil, hat uns mehr Zeit gekostet. Oh, Digga, das ist schon zeitlich sehr, sehr eng. Man muss genau wissen, was man tut hier als Einbrecher. Oh. Ah. Easy peasy, Digga. Hier, noch 10 Sekunden Zeit, wenn wir hier durch sind. Zack. Was wollt ihr machen? Hey. Oh. Ah, ich bin jetzt Amateur. Nein, das... Alter, wenn ich kein Loch da reingehauen hätte, hätte ich hochfahren können. Wie geil! Okay, nächster Auftrag wartet schon, Leute. Let's go. Wir bauen den Hafen aus. Oh, Baby, let's go. Okay, was müssen wir genau tun? Okay, wir müssen jetzt hier sehr, sehr, sehr behutsam vorgehen. Ja, passt. Alles gut, Bro. Es geht um diese Hütte hier. Die ist zu groß. Die reißen wir ein. Wir reißen einfach das ganze Ding hier ein. Digga, ich werde hier immer nur für illegale Aktivitäten werde ich hier gebucht, ne? Oh, jetzt ist das ganze Haus hier abgesoffen. Und ich klopp noch weiter drauf rum, Alter. Weg mit dem Haus. Das Haus muss weg. So, hier, guck mal hier. Schön das Ding hier wegkloppen, Alter. Boah, ist das geil. Das macht so Spaß. Alter, der arme Typ, dem das Haus gehört. Stell dir mal vor, dir gehört das Haus, Digga. Schade, Alter, schade. Richtig geile Vandalismus. Ja, und Strom auch noch weg hier. Walkie-talkies, her damit. Wir holen uns hier alles, was geht. Und wenn es das nächste Mal regnet, mein Freund, dann hast du die Karte beim Kacken. Ah ja, ich muss ja noch irgendwas machen. Ich muss ja noch Office-Safe. Wo ist der? Ah ja, da müssen wir auch noch hin. Ja, es ist halt ein Raubzug. Ja, was soll ich sagen? Und hier in das Office machen wir jetzt was ganz, ganz, machen wir was ganz Unauffälliges, Leute. Das wird nämlich nicht so sehr auffallen. Die werden sich fragen, wie ist dieser Dieb quasi in das Haus reingekommen? Und zwar ist mein Plan relativ unauffällig. Wir fahren ganz leicht in das Haus rein, sag ich mal, dass wir ein kleines Loch da reinmachen. So, und dann wird sich später die Polizei fragen, wie ist der Dieb hier ins Haus reingekommen? Man weiß es nicht. Alter. Ja, damit. Was haben wir hier noch? Komm. Oh, ein Hochdruckreiniger. Let's go. Den Pro-Suck, Alter. Hm, okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Der Safe muss gedumpt werden. Das kriegen wir hin. Ich habe eine Idee. Ist auch gar nicht so aufwendig, mein Plan. Da wird sich die Polizei auch wieder fragen. Wie haben es die Einbrecher gemacht? So. Und der Trick ist nämlich jetzt auch hier wieder Unauffälligkeit. Keiner wird wissen, wo der Safe liegt. Die Spur ist nicht nachverfolgbar. Ich bin einer der besten Einbrecher der Welt, wirklich. Einer der besten Einbrecher und Demolatoren. Na, komm jetzt aber. Ach, Junge, an dem kleinen Stück hier hängt es ja jetzt nicht, oder was? Komm, Herr Safe. Ja, ist auch gut, dass ich der stärkste Mann der Welt bin, der einfach mal so einen Safe tragen kann. Den werden die niemals finden, den Safe. Ach, Scheiße, ich hätte noch aufs Boot tun können, ne? Ja, was ist passiert? Polizei wird es nicht sagen können. So, jetzt ganz vorsichtig wenden.
Oh, das tut mir aber leid, Gubgrill, dass du jetzt als Unbeteiligter da bist. Wir fahren mit Profit nach Hause. Ab dafür. Ab dafür. Komm, einen machen wir noch. Classic Cars. Komm, die klauen wir. Machen wir. Classic Cars, die klauen wir dir. Komm, rein in die Masse. Auch hier wieder müssen wir sneaky sein. Es ist gut, dass es hier keine Wachen gibt, sag ich mal. Und wenn es eine Wache gäbe, dann... So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Müssen wir jetzt hier irgendwie reinkommen. Wie machen wir das jetzt hier? Das Auto ist ja da vorne. Wie kriegen wir es jetzt hin, da reinzukommen? Das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Frage. Es wäre natürlich geil, wenn hier irgendwo ein großes Baustellenfahrzeug stehen würde und wir irgendwie die Möglichkeit hätten, da reinzukommen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie wir das machen könnten. Digga, das ist ein Tor. Willst du mich verarschen? Das geht einfach auf, oder wie? Wir schreiben eine kleine Nachricht, wer es gewesen ist, damit die Polizei endlich mal dem wahren Verbrecher auf die Spur kommt. So. Jetzt wisst ihr, wer es war. Ich habe damit nichts zu tun. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wie kriegen wir das Auto jetzt da runter? Im besten Falle drehen wir das Schiff. Ach nee, ich kann das Schiff ja auch einfach direkt zum Auto fahren. Alter Junge, dass sich das alles bewegt, ist ja Wahnsinn. So, das Auto darf nur nicht beschädigt werden. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein, dass das Auto keinen Schaden nimmt. Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Sieht gut aus. Wir hätten ein bisschen weiter reinfahren sollen. Also, abbrechen. Abbrechen, Leute. Abbrechen. Ganz schnell abbrechen. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal ins Menü und machen ein bisschen Freeplay, oder? Das machen wir dann beim nächsten. Da müssen wir uns beim nächsten Mal einfach... Es kann ja nicht immer alles reibungslos laufen, ne? So, wir sind wieder im Hafen. Jetzt können wir uns hier einfach mal ein bisschen umschauen. Wir fahren einfach mit dem LKW über diese viel zu steile Rampe. Seht ihr? Okay, wir nehmen uns mal so ein Boot und ballern mal einfach so ein Boot in ein Haus rein. Was sagt ihr dazu? Vielleicht sogar das Boot hier vorne, weil das sieht deutlich schneller aus. Guck mal. Ich fahre einfach mit dem Boot in ein Haus rein. Ja, super smart. Ich bin so intelligent. Ganz schwieriges Thema. Oh, Digga, aber Speed hier, Junge, die Olga, die Luzi. Oh, Baby. Okay, wir suchen uns irgendwo ein Haus, wo wir volle Kanone rein crashen können. Das hier ist es. Du bist unser Opfer heute. Angriff! Egal, ich wollte eh nur hier kurz vorbeigucken. Oh, wir haben ein großes Loch im Kofferraum. Das macht uns aber gar nichts. Alter. Also die Fahrzeuge hier, die lassen sich wirklich so gut fahren. Das ist so immens geil. Oh, ich bin wirklich der stärkste Mann der Welt. Ich kann Bäume, Tresore, alles. Wir bauen einfach eine neue Brücke. Pass auf, wir schubsen das hier mal kurz um. Hat auch wunderbar geklappt. Jeder Plan, den ich hier gerade verfolge, geht einfach auf. Oh, Alter, das ist eine Mega-Yacht hier. Boah, Digga, die crashen wir irgendwo rein. Der Typ wollte doch Platz für seine Yacht haben. Alter, das ist ja wie gemacht dafür. Ich werde jetzt einfach das Spiel zum Absturz bringen. Let's go. So, jetzt müssen wir hier nur andocken. So, und zack, schon sind wir auf dem Boot. Sicher, dass der dafür Platz braucht für seine Mega-Yacht? Ich meine, wir können die fahren. Okay, das ganze Spiel wird erst crashen bis zum geht nicht mehr. Nein, 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 nein. Wir fahren anders so lang. Alter, was für ein Boot. Und jetzt einfach eine 200-Millionen-Euro-Yacht in ein Haus rein. Mann, wir sind nicht schnell genug. Egal, wir ziehen es durch. Oh weia. Oh weia, wir machen das... Eieiei, die Framerate. Wir ziehen es durch. Wir reißen das ganze Haus jetzt hier ein. Ja! 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 Und nochmal! Und nach vorne! Das ist unser Abrisshaken. Boah, Digga, haben wir Schaden gemacht. Der Typ wollte Platz für sein Boot. Ich verschaffe ihm Platz für sein Boot. Es tut mir leid um die ganzen Hütten hier, wirklich. Aber ist es nicht mein Problem, dass ihr so arm seid und am Wasser wohnt. Alter, boah, ist jetzt Schieflage gerade. Boah, wo sind wir denn hier? So, dann schauen wir uns mal an, wie gut unser Plan funktioniert hat. Ja, Alter, mega, Junge. Ich bin der Meinung, das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen. Guck mal bitte hier. Und das Ding fährt auch noch wie eine Eins. Keine Grenzen sind uns hier aufgezeigt in diesem Spiel. Und das ist schön. Es ist doch ein Traum, Leute. Damit würde ich sagen, sind wir an der Stelle durch mit Tier Down und diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst es gerne einen Daumen nach oben da. Checkt das Spiel gerne in der Videobeschreibung aus. Großer Fan davon und ich bin an der Stelle raus. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao!